Vorstellen brauche ich, kennt ihn alle, der Felix. Ich würde jetzt gerne noch über ein ganz anderes Thema sprechen, das heute irgendwie noch so gar nicht gefallen ist. Anderes Thema? Ja? Das Thema ist, was machen wir mit Geld? Du musst es verraten. Okay. Nein, ganz anderes Thema, das ist heute noch gar nicht gefallen. Wir hören ja immer wieder, oder Redner, die hier sprechen, erzählen uns immer wieder darüber, wie wir unser Finanzsystem grundsätzlich umkrempeln sollen eigentlich. Ja? Das ist aber eigentlich eine sehr ideologische und langfristige Vorstellung. Und ich habe mich jetzt Folgendes gefragt, was machen wir kurzfristig eigentlich oder was kann jeder von euch, der hier sitzt, kurzfristig machen? Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, die hier von euch sitzen, haben Geld. Also in irgendeiner Form. Der eine mehr, der andere weniger. Am Konto und im Sparbüchsel unter dem Kopfkissen. Also Geld. Sagen wir es mal so, Österreich ist ja kein armes Land per se. Ja, also die meisten von euch haben Geld, die da sitzen. Was tut man mit dem? Also wenn man unsere Großmütter fragt, würden die natürlich sagen, nehmt es, geht zu eurer nächsten Bank, am besten zu eurer nächsten Raiffeisenbank und zahlt es in ein Sparbuch ein. Genau. Warum haben das unsere Omas noch gesagt? Weil damals hat das tatsächlich gut noch so funktioniert. Da hat man feine Zinsen bekommen. Und nach ein paar Jahren hat man es wieder abgehoben, hat man schöne Zinsen davon zu erhalten. So. Ich persönlich beispielsweise würde das nicht mehr machen. Also einfach aufgrund dessen, weil ich das nicht unterstützen möchte. Ja? Ich möchte das heutige Gehabe von Banken und die Geschäftstätigkeit nicht unterstützen. Warum? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt angenommen 2000 Euro zu Hause habt und ihr geht jetzt damit zu eurer nächsten Bank, dann ist es ja nicht so, dass die Bank diese 2000 Euro im Bar dann einnimmt und dann irgendwo in einem Safe sicher verwahrt für euch, damit ihr das dann nach Ende der Laufzeit von dem Sparbuch dann wieder abheben könnt. Das ist ja Utopie. Sondern die Bank nimmt dieses Geld und verleiht es weiter. Und zwar nicht nur einmalig, sondern mitunter vielleicht sogar 25-malig. Ihr selbst habt in Wirklichkeit nur einen Schuldschein gegenüber der Bank, die euch versichert, ja, wenn du in 5 Jahren wiederkommst, zahle ich dir die 2000 plus Zinsen wieder aus. Aber diese 2000 sind natürlich physisch nie dort in der Bank, dann. Die bleiben nicht dort, die gehen eben weiter, die werden weitergegeben. Und dieses Weitergeben funktioniert eben auf Basis in praktisch, also das ist einfach Fakt im österreichischen Bankensystem und nicht nur in Österreich, sondern Europa und fast weltweit, funktioniert über dieses Mindesteinlagensystem, das heißt Fractional Reserve Lending, was so viel heißt wie, eben diese 2000 Euro, die ihr habt, werden nicht einmalig an jemand anderen, der sich einen Kredit holen will, vergeben, sondern die werden eben mehrfach vergeben. Das heißt, theoretisch könnte ich 20, 25, 50 Kreditnehmer damit bedienen. Wie kann das funktionieren, wenn vorher nur 2000 Euro da waren? Ganz einfach, indem das Geld fiktiv erschaffen wird im Bankcomputer. Und genau das will ich nicht. Ich will das einfach nicht weiter unterstützen. Ja? Ich will das nicht weiter unterstützen und deswegen, warum? Das macht unsere Wirtschaft kaputt. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Es entstehen Blasen, die zerplatzen und zu unglaublichen Krisen führen, die uns alle schaden. So. Was ist dann die Alternative? Die eine Alternative wäre, den lasst das Geld so unter dem Kopfkissen liegen, wie es ist. Aber dafür ist ja Geld nicht geschaffen. Das Geld ist nicht dazu da, irgendwo statisch gebunkert zu werden. Geld ist ja nur ein Austauschmittel für Leistungen. Man führt das Geld dann eigentlich ad absurdum, wenn man es irgendwo so bunkert. Jetzt will man es aber der Bank auch nicht geben. Ja? Und vielleicht jetzt beginnen dann solche Ideen. Okay, was könnte ich sonst noch mit dem Geld machen? Wenn ich jetzt besonders großzügig bin, schenke ich es wem? Jemand, der es mehr braucht. Das kommt für viele von euch sicher in Frage. Der eine oder andere wird sich aber denken, naja, die 2000 Euro werde ich vielleicht in ein paar Jahren wieder brauchen, wenn die Zent wieder kaputt sind oder was. Ja? So. Das heißt, was mache ich mit dem Geld, wenn ich weiß, ich brauche es in ein paar Jahren auf alle Fälle wieder? Und da finde ich es interessant, dass man ziemlich genau da, wenn sich jemand damit beschäftigt, dann stoppt man. Dann findet man irgendwie erstmal keine Antworten. Und ich glaube, der Grund ist einfach der, dass es in Österreich unheimlich schwierig ist, unter der aktuellen Gesetzeslage mit Geld etwas anderes anzufangen, im Sinne von in einen Kreislauf zu geben, als es auf eine Bank zu bringen.
Es gibt ein Bankengesetz und du brauchst eine Bankenlizenz, um bestimmte Dinge mit Geld zu tun. Wenn du jetzt beispielsweise auf die Idee kommen würdest, eigentlich könnte ich doch einen Verein gründen, der zinsfrei Geld zusammensammelt von mehreren Personen, die es haben, und einfach Verträge schließt mit jemandem, der es braucht, zum Beispiel um seine Ausbildung abzuschließen, der auch sagt, er wird es dann zurückbezahlen, es wird ein Vertrag gemacht, dann kannst du Probleme bekommen. Du hast keine Banklizenz, ja? Du darfst nicht etwas verwalten von jemand anderen und dann an eine dritte Person weitergeben. Und genau das ist das Problem. Es gibt in Europa viele Bewegungen oder Bestrebungen oder Organisationen, die sich darum bemühen, im Prinzip die Macht der Banken wieder an uns als Gesellschaft zurückzuholen. Wie machen die das? Wenn ich beispielsweise mich eben zusammenschließe und ich sage, okay, ich finde Leute, die einen Kredit brauchen, ich möchte die unterstützen und ich überlasse ihnen beispielsweise eben einen Kredit zu niedrigen Zinsen. Zu Zinsen, die immer noch hoch genug sind, dass ich mehr bekomme als auf dem kläglichen Sparbuch bei der Bank. Und Zinsen, die immer noch niedrig genug sind, dass derjenige keine horrenden Zinsen für seinen Kredit bei der Bank zahlen muss. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja? So, und das wird einem unheimlich schwer gemacht. Aber es gibt solche Bestrebungen. Und ich möchte euch einfach dazu ermuntern, informiert euch darüber, damit das einfach mehr publik wird. Holen wir uns diese Macht, Geld zusammenzusammeln und an Menschen zu geben, die es benötigen als Kredit und dann wieder in einen Fluss zu kommen. Holen wir uns diese Macht zurück von den Banken. Kurz zur Information, es gibt am 3. November einen weltweiten Bankrun, falls das irgendjemand schon mitbekommen hat. Das heißt, am 3. November, wenn jemand viel Kohle auf der Bank hat, am 3. November holt es. Ich bin gespannt, ob sie so viel nachdrücken können bis dort. Ich weiß, sie wissen es eh schon jetzt. Das ist eh schon öffentlich bekannt gegeben worden. Macht es, holt es runter und dann crashen wir das System so oder so. Danke. Danke, Felix. Danke, Stefan.